Ja, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Es ist Zeit mal wieder für ein bisschen Blaulicht. Es ist Mittwoch und ich habe in dem letzten Video ja gefragt, was könnte ich an dem RTW noch verändern. Und ihr seht am Titel und hier, ich habe neue Rückleuchten organisiert für dieses wundervolle Auto. Und ich würde sagen, es geht los. So, aha, meine Damen und Herren, das sind die nachfolgenden LED-Rückleuchten. Ich habe lange gesucht, welche Rückleuchten könnte man nehmen. Und da fiel die Entscheidung auf heller Koluna-Leuchten. Das sind jetzt Voll-LED-Rückleuchten, das heißt Standlicht ganz normal in LED. Dann haben wir Blinker in LED, wir haben Rückfahrscheinwerfer LED und alles haben wir quasi LED. LED, LED, LED. Der Vorteil hier dran ist, die Originalscheinwerfer sind natürlich auch heller und demnach wurde der Lochabstand übernommen. Und ja, leider nicht das Kabel. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem, weil die Scheinwerfer, die da unten sind, das werdet ihr gleich sehen, haben einen Drehverschluss. Und das heißt, wir müssen hier jedes Kabel hinter an dem offenen Ende damit einfach mit Lötverbinder verbinden. Aber theoretisch ist das kein großer Akt. Löcher, wie gesagt, sind gleich. Und dann könnt ihr natürlich aus euren alten, hässlichen Sprinter-Rückleuchten, ich meine, so hässlich sind die nicht, ja, die moderneren Versionen montieren. So, erstmal brauchen wir eine schöne Kuscheldecke, damit wir jetzt nicht hier so super dreckig werden. Hey, Leute, super geil. Stativ ist zu lang für die Nummer. Versuchen wir es einfach. So, Leute, ich habe echt keine Ahnung, wie die Perspektive ist. Vielleicht ist sie gerade schlecht, aber ja, so sieht das ganze Spiel hier aus. Wir haben jetzt hier einen Stecker, den können wir einfach in irgendeine Richtung drehen. Und dann haben wir die Verbindung schon mal gelöst. Und jetzt gibt es hier einfach nur zwei Schrauben. Und damit wäre das Rücklicht quasi raus. Jetzt weiß ich nicht, welche Größe. Ich tippe jetzt mal auf 3 Zentner. Ah, da fällt so super viel Dreck raus jetzt. Also ich halte euch jetzt einfach mal in den Händen. Hier seht ihr das jetzt nochmal ganz schön. Das ist die eigentliche Anschlussleitung, die direkt vom Mercedes kommt. Die geht jetzt auf das Rücklicht drauf. Hier ist dieser Stecker drauf und hier hängt dieses Rücklicht. Ganz simpel. Und hier habe ich einfach beim Rückwärtssignal einmal noch das Rückwärtssignal plus die Masse abgegriffen. Und schon piept er, wenn man den Rückwärtsgang drin hat. Funktioniert jetzt seit 5000 Kilometern, ist noch nichts passiert. Also da müsst ihr kein Relais zwischenklemmen oder sonst was. Es funktioniert. Ja, es ist schweinedreckig unter diesem Auto und super eng. Aber komm, wir haben das Rücklicht gelöst und können es jetzt theoretisch hier abnehmen. Vorsichtig. Es ist, ja, wie ihr sehen könnt, hier in der Mitte ein ganz normaler Anschluss, der direkt so ausgeliefert wird von Heller. Theoretisch könntet ihr diese Koluna-Rückleuchte auch mit ja, diesem Anschluss bestellen. Die sind jetzt natürlich ein bisschen kleiner, aber vollkommen okay, hoffe ich. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal direkt anschrauben, damit wir sehen können, ob das wirklich cool ist oder nicht cool ist. Ihr habt natürlich durch die LED-Technologie nicht nur Einsparnis in Sachen Sprit. Ihr habt natürlich eine verschleißfreie Rückleuchte, die komplett vergossen ist ineinander. Das heißt, ihr müsst keine Birnen tauschen. Und bei diesen Dingern hier, ja, sind für Standlicht allein schon 2 Birnen. Das heißt, da könnt ihr gerne oft mal so eine Birne austauschen, weil die halt relativ fix kaputt geht. Und hier ist dann natürlich der Vorteil, LED geht eigentlich nicht kaputt. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Richtung wird die montiert? Auf welcher Seite ist jetzt der Blinker? Aber da sind so Pfeile drauf. Das heißt, wir können die einmal so montieren, in dem Ding, oder mit dem Pfeil nach außen, das heißt so rum. Wir führen das Ding jetzt einfach nur hier durch, durch diese alte Kabeldurchführung, die schon dick ausgeschnitten ist, und dann setzen wir das Ding einfach nur noch hier hin und dann ziehen wir es von der Rückseite an. Okay, es ist schon klein. Es ist schon klein, es sieht komisch aus, muss man mal sagen. Also ich habe 6x45 geholt und 5x45. Vielleicht haben wir Glück, die 6er gehen. Nein, die gehen da natürlich nicht durch. Und nach meinem Glück geht auch nicht die 5er da durch. Ja, also mit reindrehen ist jetzt nicht so geil. Also nehmen wir 5x45, weil wir haben natürlich auch eine entsprechende Tiefe. Ihr könnt natürlich auch 5x40 nehmen, aber ich habe jetzt extra mal ein bisschen was Längeres genommen. Und dann montieren wir das Ding jetzt einfach hier. So, Leute, Perspektive hier unten ist jetzt nicht ganz so cool. Ich hoffe, ihr seht einiges. Ja, wir müssen ja einfach nur die Mutter jetzt draufschmeißen. Eigentlich ist das ja komplett selbsterklärend. Eigentlich muss ich euch jetzt nicht erklären, wie man eine Schraube festzieht. Die konter ich jetzt hier hinten einfach mal. Bevor ich die wirklich komplett festziehe, machen wir erstmal den elektrischen Anschluss. Weil wenn das Spiel hier gleich nicht funktioniert oder da noch Relais zwischen gebaut werden müssen, dann stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch, weil ja, mir dann quasi die Zeit jetzt fehlt, auch mal schnell Relais aufzutreiben. Aber jetzt seht ihr hier gerade schön den Stecker. Ich hoffe, ihr könnt den sehen. Und ja, da sind entsprechend die Leitungen drin. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie ist der Anschlussplan der ganzen Geschichte. Aber theoretisch, selbst erklären. Wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier haben wir wahrscheinlich 8 drin, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir brauchen gar nicht aufs Handy gucken. Es gibt eine Bedienungsanleitung dabei. Und da steht ganz klar beschrieben, welcher Pin für welche Funktion ist. Und zwar, ja, gibt es da 7 Leitungen, aber 7 Leitungen ist jetzt nicht ultimativ schwierig zu verkabeln. Wir haben ja glücklicherweise unser erstes Rücklicht hier liegen und da haben wir so einen Steckverbinder. Ja, und hier sehe ich es gerade. Also ihr könnt auch dieses Ding direkt mit EasyCon bestellen. Warum ich das nicht getan habe, weiß ich nicht, weil ich da wahrscheinlich nicht drauf geachtet habe, welche Stecker da unten dran sind. Und jetzt machen wir es halt ein bisschen einfacher, beziehungsweise machen wir uns das ein bisschen schwerer, damit ihr ein bisschen längeres Video bekommt, wie wir die einzelnen Leitungen halt verbinden. Also jetzt müssen wir nur hier auf dieses Ding gucken, beziehungsweise haben wir hier unseren kleinen Stecker und ja,
Wenn dieser Stecker mit dem Plan übereinstimmt hier, tut er jetzt schon mal nicht, weil ich es jetzt gerade sehe. Vielleicht gibt es noch eine weitere Seite dafür. Der DIN-ISO-Stecker, da ist er nämlich. Pin 1 ist die Masse. Hier könnt ihr es nämlich schön sehen. Und jetzt haben wir hier halt unsere Kabelfarben. Das heißt, theoretisch müssen wir jetzt einfach nur unsere Kabelfarben umschreiben von den jeweiligen Farben, die wir neu belegen müssen. Das heißt, Pin 1 ist bei dem ISO-Stecker der braune. Das wäre der in der Mitte. Hier ist der auch schön markiert vorne drauf. Könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, weil die Kamera nicht scharf stellt. Den Pin, das ist schon mal unsere Masse. Jetzt müssen wir halt bei unserem anderen Plan gucken, wo da die Masse ist. Und die Masse ist die weiße. Das heißt, der erste Pin geht jetzt auf den weißen. Und damit das jetzt eine geile Nummer wird, schreibe ich mir das direkt auf. Also Pin 1 ist der braune. Der Pin 2 ist, ich würde sagen, Standlicht. Und Standlicht ist, haben wir zwei, schwarz und braun. Und die Nummer 3 ist dann, es ist der blau-weiße. Und der geht letztendlich auf den grünen. Pin 4 ist hier auf unserem Superstecker der schwarz-weiße. Schön aufschreiben. Das ist so dämlich wieder, ne? Warum habe ich mir einfach kein Plug-and-Play-Set bestellt? Das ist wieder so, ich habe nicht mitgedacht, sehe die Rücklichter, denke mir, ist geil, bestellen und jetzt stehe ich da mit meinem Talent. Okay, der Blinker geht dann letztendlich auf den gelben. Naja, gut. Rot, schwarz. Wir haben jetzt unsere kleine Liste hier zusammengeschrieben und ich würde sagen, wir verbinden das jetzt mal schnell mit kleinen Vago-Klemmen. Ich muss noch mal kurz was hinzufügen, meine Damen und Herren. Ihr seht, ich habe hier gerade eine wundervolle Vago-Klemmenkiste. Das liegt daran, dass Vago mir diese Kiste zugeschickt hat. Ich habe in einer meiner letzten Base-Videos gesagt, dass Vago-Klemmen nicht mehr zulässig sind. Und die haben ganz klar gesagt, nein, es war eine Fehlmeldung. Beziehungsweise hat der Verkäufer, der mir diese Fake-Vagos verkauft hat, gesagt, dass diese Vagos nicht mehr zulässig sind. Und die wollen jetzt einfach noch mal klarstellen, die Vagos sind zugelassen, da gab es nicht Probleme mit. Und jetzt haben die mir netterweise eine Kiste bereitgestellt, die ich jetzt sofort testen werde an diesem RTW. Das heißt, wir haben also hier einen ordentlichen Schwung an Vagos. Was die Dinger letztendlich können, ja, ob man die wirklich braucht, beziehungsweise was die können, sieht man ja. Die werden in so einer Hutschiene hier eingesetzt und dann könnt ihr die Vagos da drin festmachen. Nur wenn die einmal drin sind, kriegt ihr die so gut wie nie wieder raus, es sei denn, ihr geht hier mit dem Schraubendreher rein. Ja, genau, wir haben ein klassisches Set. Wir haben einmal Zweierklemmen, wir haben Dreierklemmen, wir haben Fünferklemmen. Die Fünferklemmen sind auch sehr geil, werden nur selten benötigt. So der Klassiker bei mir ist auf jeden Fall Zweierklemme und Dreierklemme. Und wir nehmen jetzt einfach mal 7 von den 2, um das erstmal damit zu verbinden. So, meine Damen und Herren, ich bin wieder am Start und nehme jetzt einfach meinen super Anschlussplan, den ich ja jetzt hier habe, wo ich mir aufgeschrieben habe, wenn ich meine Sauglaube überhaupt noch lesen kann, was auf welchen Punkt kommt. Dann hoffe ich mal, dass das Ding auch gleich funktioniert und hier zumindest schon mal Standlicht geht. Und wenn der Robin dann gleich kommt, testen wir mal den Rest. Interessieren euch diese Videos überhaupt? Ich habe überlegt, ob ich dieses Video grundsätzlich hochladen wollte. Erst wollte ich das Ding ohne Kamera montieren, aber einige von euch hätten sich bestimmt darüber gefreut, dass dieses Ding hier online kommt, weil wenn ihr mal an euren Rücklichtern rumschrauben wollt, dann habt ihr auf jeden Fall eine gute Vorlage, beziehungsweise seht ihr mich wieder fluchen. Also wenn ihr da nicht so Bock drauf habt, dann zeigt es mal in der Bewertung, weil dann mache ich nur noch relevante Themen. Aber ich finde, Rückleuchten finde ich eigentlich schon relevant. Ne? Da ist er. Standlicht schalten wir ein und zumindest schon mal den Blinker, damit wir wissen, ob der richtig rum eingebaut ist, der super Coluna Rücklichtkasten. Der spannende Moment kommt jetzt. Wird es funktionieren oder nicht? Und es funktioniert. Krass. Heftig. Ja, jetzt könnte man den direkten Vergleich sehen. Also es ist schon geiler, muss man schon sagen. Ne? Dieses Mittelding da, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Induktionsherdplatte. Aber, ja, finde ich gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich die Bremse drehen? Aber da muss ich auf den Robin warten. Ich würde sagen, ich mache die andere Seite erst fertig. Wenn der Robin gleich da ist, dann verbinde ich die ganzen Dinger nochmal mit dem Lötverbinder und dann läuft das Ding. Komm, wir legen mal die Sachen auf das Alte hier, damit ihr das auch mal schön sehen könnt. Müssen wir halt wirklich mal testen, wenn alles zusammengebaut ist. Aber so kann ich mich doch gar nicht mit anfreunden. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber ist auf jeden Fall moderner. Was da oben letztendlich passiert, weiß ich noch nicht. Wird sich zeigen. Vielleicht können wir diese ganze Geschichte ein bisschen vereinfachen, indem der Kabelstrang vielleicht sogar lang genug ist, um das Ding außerhalb des Fahrzeugs eben umzupinnen, weil sich da drunter zu legen ist wirklich eine ganz enge Angelegenheit. Deswegen hoffe ich, dass ich den Kabelstrang jetzt so weit rausgezogen kriege, dass wir es direkt hier machen können. Die Belegung müsste theoretisch gleich sein, weil es sind ja zwei identische Rückleuchten, eine links, eine rechts. Und dann haben wir es eigentlich relativ schnell gelöst. Hoffe ich gleich mal. Ja. Es geht. Ja, schon ein paar Jahre da drauf, ne, die Dinger. Da haben wir ihn. Rücklicht raus. Mein Gott, ey. Oh, das sieht so aus wie eine Sau, wenn du das den ganzen Tag machst, ne? Also, wir nehmen jetzt hier unseren Stecker. Seht ihr den überhaupt? Ich weiß es nicht. Knipsen den einfach weg. Haben den abgeknipst. Und ich würde vielleicht jetzt doch wieder erstmal die Vago-Klemmen bevorzugen, weil ich ja jetzt noch nicht alle Funktionen getestet habe. Das heißt wirklich, wenn alle Funktionen straight funktionieren, dann kann man hinter die Vago-Klemmen einfach umsetzen und dann ja, einfach durch diese Lötverbinder ersetzen. Der Pin 1 ist der alte braune und wird jetzt zum weißen. Der grün-graue geht gleich auf den
schwarzen. Wir gehen jetzt weiter mit den rot-schwarzen. Ich muss mich, glaube ich, beeilen. Ich glaube, das Wetter, das spielt hier gleich nicht mit. Ne? Also auf der Seite habe ich ja gerade schon am Anfang gesagt, es gibt wahrscheinlich dann Autos, die haben einseitig kein Nebelschlusslicht. Das heißt, auf der einen Seite hier gibt es ein Nebelschlusslicht, auf der anderen Seite hat man sich das gespart. Theoretisch könnten wir jetzt eine Leitung rüberlegen und dann beidseitig Nebelschlusslicht machen, aber wir lassen es einfach, weil es gerade anfängt zu regnen. Deswegen stopfe ich den ganzen Kram jetzt einfach mal hier rein. Dann machen wir das Ding da fest wieder. Kannst du mir mal die Dingens geben da? Schräubchen sind da, jetzt gucken wir nochmal auf den Pfeil, da ist der Pfeil. Das heißt, es geht in die Richtung. Ich schenke mir jetzt auch einfach, euch zu zeigen, wie ich diese Schrauben da hinten festziehe. Schmeiß mal einen Schlüssel rein. Mach mal Standlicht an. Ja, ist schon mal gut. Bremse geht auch. Rückwärtslicht geht auch. Geil. Jetzt brauchen wir Blinker. Nee. Also zumindest auf einer Seite. Aber der Rest funktioniert schon mal. Das ist schon mal eine geile Nummer. Aber das sage ich ja, Leute. Hätte ich das jetzt mit den Lötverbindern gemacht, hätte ich mir jetzt wieder einen Arsch gebissen, weil ich diese teuren Lötverbinder versemmelt habe. Was war denn Blinker? Der gelbe. Ja, aber welcher fällt denn dann weg? Der grün-schwarz auf dem blauen. Okay, da muss der blaue raus. Jawohl. Ich gucke von beiden. Also es sah, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang ein bisschen schäbiger aus. Aber ich finde es cool, wenn man das jetzt mal von beiden guckt, bis auf diese Blinker da oben, die sind halt hässlich. Aber, ist schon okay. Bremslicht, ja, die sind ein bisschen mager. Ich hätte mir gewünscht, dass sie in der Mitte noch mit angehen, aber gehen die nicht. Nebelschlusslicht erkennt er nicht. Ja, das blinkt immer an, aus, an, aus, an, aus. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch mit dem kleinen, aber feinen Video. Wir werden jetzt eigentlich an Robin sein Auto noch ein bisschen die Sitze sauber machen, aber das hat sich jetzt gerade erübrigt, weil ja, da wird der ganze Himmel schwarz. Super geil, super geil. Aber gut, dass ich jetzt ein Video habe für Mittwoch, damit ihr was Neues seht. Möchtest du noch irgendwas sagen, Robin? Nein. An den Zuschauer irgendwie grüßen oder so? Nee. Auch nicht? Nee. Ja, ich bin jetzt am Wochenende erst in Konstanz. Ich habe letzten Sonntag schon gesagt, dass ich in Konstanz bin, aber ich habe mich da ein bisschen vertan, weil aktuell so wieder ein bisschen was drunter und drüber geht. Deswegen sehen wir uns in dem nächsten Video. Vielleicht Sonntag mit Oscar, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Müssen wir einfach mal gucken. Vielleicht kriege ich auch Scheißerei und kann da nicht hinfahren, aber man weiß es alles nicht. So, genau, schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr jetzt als nächstes wünscht, was man noch verändern könnte. Ich habe ja da oben immer noch nicht die Lösung gefunden für diese Dinger. Und diese Blinker sind halt auch ja, in so einem doofen Format, dass man da keine anderen Blinker hinsetzen kann. Ich wollte ja so geile, heller Dura-Ray-LED-Gedöns-Dinger einsetzen, aber die sind halt zu breit. So, und klare Hauben gibt es ja auch noch dafür, die habe ich auch schon da, aber leider die falschen. So, genau, ich gehe jetzt offline. Soll ich euch jetzt noch sagen, was ich jetzt mache, wenn das Wetter wieder besser wird? Dann nehme ich meine Lötverbinder, das habt ihr so in den letzten Videos gesehen, und dann verbinde ich quasi die Dinger, die ich jetzt mit Vargus erstmal provisorisch verbunden habe, einfach nur noch mit den Lötverbindern, die schmelzen komplett zu. Das heißt, sie sind wasserdicht und durch dieses Lötzinn in der Mitte wird eine Verbindung hergestellt. Das war's eigentlich. Guckt unten in die Videobeschreibung, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich gehe jetzt erstmal rein. Ciao.